weil sie gesagt haben, Hobby-Verfassungsjuristen und auch den Linzer Bürgermeister beschimpft haben, können Sie mir das Gesetz nennen, auf Basis dessen die Ampel eingeführt worden ist? Nein, aber es braucht doch kein Gesetz, es reicht eine Verordnung. Okay. Nein, aber entschuldige, können Sie mir die Verordnung nennen, aufgrund dessen die Ampel eingeführt worden ist? Nein, können Sie es? Ja, es gibt keine Verordnung und es gibt kein Gesetz. Aber es kommt eine Verordnung jetzt, oder? Möglicherweise im Oktober. Na geh. Das Gesetz... es gibt einen Entwurf, der blockiert wird von der ÖVP, von der SPÖ und von der FPÖ im Bundesrat. Nein, Herr Dr. Bornmänner. Nein, Herr Dr. Bornmänner. Wir befinden uns in der Sommerpause des österreichischen Nationalrates. Es gibt einen Regierungsentwurf, der bis gestern in Begutachtung waren, mehr als 5000 Stellungnahmen eingegangen sind. Dieser wird dann, nachdem die Stellungnahmen eingearbeitet sind, irgendwann einmal die nächsten 4 Wochen dem Parlament überhaupt erstmals zugeleitet. Erstmals zugeleitet. Und die sogenannte Bundesratsabstimmung, sofern sie überhaupt kommt, kommt irgendwann einmal Ende September oder Anfang Oktober und verzögert 6 bis 8 Wochen. Nur damit wir mal davon sprechen. Es gibt kein Gesetz, es gibt keine Verordnung, auf Basis dessen Bundesminister Rudolf Anschober diese Ampel kreiert hat. Was besonders bemerkenswert ist, weil seit 13. März sich Österreich in Angst und Panik befindet, vor dem ganzen Corona-Dreck und Scheiß, den wir erleben müssen, und dennoch der Herr Bundesminister Anschober seit 13. März nicht in der Lage war, ein ordentliches Gesetz dem österreichischen Nationalrat zuzuleiten und alle seine Gesetze und Verordnungen bis dato zu 90% vom österreichischen Verfassungsgerichtshof und nicht von Covid-Idioten oder sonst wem aufgehoben wurden. Sinn. Ich hoffe, ich habe es laut und deutlich auch für Sie zum Mitschreiben buchstabieren. So, erstens. Zweitens. Wissen Sie, was bei der Ampel mich am meisten ärgert mit der Zeit? Dass wir seit 13. März eine Infantilität in Österreich haben, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ja, ihr lieben Kinder, müsst ihr einen Baby-Elefantenabstand halten. Ja, jetzt bekommt ihr eine Ampel, wie in der Volksschule, wo wir die Vorschulkurse gehabt haben. Was kommt als nächster? Zollstation aus Lego? Oder Frage. Sache. Diese Kindlichkeit, die Infantilität, zu der sich eine Bundesregierung psychologisch erhebt, dass die Eltern die Autoritären und Gestrengen auf der Regierungsbank und die Kinder sind die dummen Fratzen, die Bauchseln, denen man mit Baby-Elefanten und mit Ampel entgegenkommen. Jetzt sagen Sie mal, Herr Dr. Bornmänner, wo leben wir denn? Ich will in Österreich ordentliche Gesetze haben, die einen ordentlichen Namen haben, die ordentlich beschlossen werden, mit Mehrheit, mit ordentlichen Bürgerrechten und nicht die schleichende Aushöhlung, die verfassungswidrige Aushöhlung der Freiheitsrechte mit Babyelefant und Ampeln und Eingriffe in die Privatsphäre. Ich erinnere an das erste Gesetz und die erste Verordnung des Herrn Rudi Angschober, der in einem Wochenende zur Osterzeit private Haushalte, privaten Grund und Boden regeln wollte. Stellen Sie sich vor, das hätte Herr Kickl gemacht. Ja, stellen Sie sich vor, was da passiert wäre. Und Sie sitzen da nonchalant und sagen, es gibt ja eh ein Gesetz, es gibt eh eine Verordnung, haben null blassen Schimmer von der Materie, aber verteidigen 4 Formen auf einer Ampel, die in Wahrheit Willkür sind. Und jetzt sind wir bei der Ampel, dritter Punkt. Jetzt haben wir in Österreich unterschiedliche Infiziertenzahlen. Ja, jetzt haben wir die letzten 24 Stunden 600 gehabt, ich darf ich zählen, 600 positiv Infizierte laut Test bei 10.000 Tests, das sind genau 6%, Herr Chefökonom, und von den 6% haben genau mal 20% Symptome. Also nichts, verschwindend. Niente, nada, nuss. 12 oder 18 haben Symptome, gleichbleibende geringe Anzahl Intensivbetten, kaum Belag der Krankenbetten, und alle sagen, na, jetzt müssen wir die Ampel einführen, weil die offenbar die Jahrhundertrezession noch immer nicht genug war, weil der Tourismus noch immer nicht genug stottert, weil die Arbeitslosigkeit noch immer nicht gering ist. Jetzt kommen wir mit der Ampel daher. Und dann kommt eine Ampel, wo wir in Linz geringere Infiziertenzahlen haben als in anderen Regionen. Und ich bin jetzt nicht der Pflichtverteidiger vom roten Bürgermeister aus Linz. Geringere Infiziertenzahlen als in anderen Regionen haben, die werden auf grün gestellt, aber Linz wird auf rot gestellt. Ein Schelm, der dabei Böses denkt, dass ausgerechnet Wien und Linz, zwei rote Städte, von einer schwarz-grünen Bundesregierung auf gelb gestellt werden. Und das bin ich auch nicht der Pflichtverteidiger der Roten. Aber wenn in diesem Gremium, ich weiß nicht, wie kennen Sie dieses Ampelgremium? Kennen Sie es? Wurde veröffentlicht, ja. Ja, sag's mal, wie viele Virologen sitzen drinnen? Keine Ahnung. 3 von ca. 20 oder 30 Leuten. Der Rest Politiker und Landesvertreter. Die dann nur eine Stillschweigeerklärung unterschreiben mussten. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt haben wir ein Flächerldeckerl-System, das in Wahrheit nur auf Willkür aufbaut. Und jetzt sage ich Ihnen bei der Gelegenheit Folgendes. Österreich braucht keine Ampel, sondern schleunigst einmal eine neue Regierung. Ja, ich finde